Wie viele Likes bekommt dein durchschnittlicher Instagram-Beitrag? 100 oder vielleicht 1000? In diesem Fall könnte ich von dir einige Tipps gebrauchen. Aber hey, ich habe auch etwas zu teilen. Die Posen, die du für deine Fotos auswählst, können viel über dich aussagen. Bist du ein Plandider Poser? Nein, ich habe dich gerade nicht beleidigt. Plandid ist eine Mischung aus geplant und spontan. Stell dir vor, du bist im Urlaub und findest den perfekten Ort mit Palmen im Hintergrund. Das Licht ist ebenfalls perfekt, da es die goldene Stunde ist. Alles schreit Instagram, aber du willst nicht, dass es so offensichtlich ist. Also tust du so, als hättest du keine Ahnung, dass du gerade deinen Freund gebeten hast, ein Foto von dir zu machen. Du nimmst eine coole Pose ein, streckst die Seite deines Halses und Beine aus und versuchst, deine schönsten Körperpartien zu zeigen. Körpersprache-Expertin Tracy Brown erklärt es als eine Möglichkeit, die physische Anziehungskraft deines Zielpublikums zu erhöhen. Solche Fotos bekommen viele Likes, es muss also funktionieren. Ein weiterer Beitrag mit ähnlicher Bedeutung ist der Spagat. Es ist eine beliebte Urlaubspose, weil sie alles für dich ausdrückt. Du bist entspannt, du bist im Urlaub und dein Bauch ist wunderschön. Es gibt auch einen Hauch von Verspieltheit, weil deine Beine offensichtlich mit den Betrachtern flirten. Die nächste beliebte Pose, für die sich viele Prominente entscheiden, ist die Bambi-Pose. Du kniest auf deinen gefalteten Beinen und starrst mit weit geöffneten, unschuldigen Augen tief in deine Seele. Der Mund ist auch leicht geöffnet, um den bezaubernden Effekt zu maximieren. Dieses Schmollen fügt etwas Unausgewogenheit zwischen Unschuld und Leidenschaft hinzu. Wenn dies deine bevorzugte Pose ist, weißt du, dass du gut aussiehst und du möchtest, dass andere denken, du hättest dich nicht zu sehr angestrengt, um dorthin zu gelangen. Ruhst du oft deinen Kopf auf deinem Kinn, mit deiner Hand gestreckt wie die eines niedlichen kleinen T-Rex? Entweder du hast gerade deine Nägel machen lassen und möchtest, dass alle es wissen, oder du zeigst Besitz. Du liebst dein Aussehen und weißt, dass du die Situation beherrschst. Wenn du deinen Mund auf Fotos in keiner anderen Form als einem Schmollmund halten kannst, versuchst du zu zeigen, wie selbstbewusst du bist. Es in jedem Beitrag hervorzuheben, könnte tatsächlich ein Zeichen von Unsicherheit sein. Menschen, die wirklich selbstbewusst sind, nehmen meistens eine andere Haltung ein. Und ich spreche nicht nur von Fotos. Wenn deine typische Haltung darin besteht, die Schultern gesenkt zu haben, die Brust offen und das Kinn leicht angehoben, dann bist du das Bild von Selbstvertrauen und positivem Selbstwertgefühl. Wenn du deinem Blick etwas Selbstvertrauen hinzufügen möchtest, habe ich hier einen kleinen Tipp. Denke an einen Moment in deinem Leben, auf den du besonders stolz bist. Dein Augenlid sollte im Nu nach oben gehen und das ist ein gutes Indiz für Selbstbewusstsein. Wenn sie jedoch ihr Kinn zu hoch heben, könnten andere dies als Zeichen missverstehen, dass sie sich selbst zu sehr lieben. Ein Lächeln kann dir immer ein paar zusätzliche Likes bescheren, aber es ist nur aufrichtig, wenn dabei auch deine Augen lachen. Das kann man nicht vortäuschen und deshalb bringt es dir nichts, wenn du für ein Foto Käse sagst. Dein Mund wird zwar glücklich aussehen, aber deine Augen eher nicht. Stattdessen kannst du an etwas denken, das dich wirklich glücklich macht. An das Mal, als deine Eltern dir einen Welpen geschenkt haben oder als du eine Prüfung bestanden hast, obwohl du nur 10% von dem wusstest, was du lernen musstest. Lächelst du gerade? Dann ist meine Aufgabe erfüllt. Haben sie die Angewohnheit, auf Fotos die Arme zu verschränken? Das könnte bedeuten, dass sie sich unwohl fühlen, defensiv sind und nicht offen für Diskussionen sind. Oder sie versuchen, ihre Bizeps hervorzuheben. Wenn sie ihre Arme verschränken, sehen sie größer aus. Dafür können sie mir später danken. Ihre Arme sind nicht der einzige Schild, den sie in diesem Fall benutzen könnten. Sie könnten ihre Jacke zuknöpfen, etwas vor ihrem Körper halten oder sich hinter einem Stuhl verstecken. Das hat alles die gleiche Symbolik. Natürlich könnten sie aus Kälte oder Schmerz den Drang verspüren, sich mit verschränkten Armen zu schützen, aber andere werden es trotzdem als Zeichen dafür sehen, dass sie in der Defensive sind. Wenn sie gerne Fotos mit ihrem Lebensgefährten posten, kann die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, zeigen, was sie wirklich füreinander empfinden.
Paartherapeuten glauben, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn sie eng miteinander verschmolzen sind und ihre Arme oder Oberkörper keine Lücken lassen. Das bedeutet, dass ihre Bindung wirklich stark ist. Sind ihre Schultern zu ihrer besseren Hälfte hin ausgerichtet? Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sie einander ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Wenn die Füße eines oder beider Partner zur Tür zeigen, bedeutet das, dass sie zur Fotosession gezwungen wurden. Oder sie fühlen sich einfach nicht so wohl bei ihnen. Wenn einer der Partner nach innen gerichtet ist und der andere mit seinem ganzen Körper, Gesicht und Füßen nach außen drückt, könnte das ein Zeichen zur Vorsicht sein. Es sieht so aus, als ob sie versuchen, die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und das Bild ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Das ist okay, wenn es nur für die sozialen Medien ist. Aber was ist, wenn sich dieser kleine egoistische Akt auf ihr echtes Leben auswirkt? Was sie auf ihren Social Media posten, kommuniziert definitiv mit anderen. Aber sie können entscheiden, welche Nachricht sie senden möchten. In einer ungewöhnlichen Studie schauten sich 12 Personen Fotos von 123 Studenten an, die sie noch nie persönlich getroffen hatten. Die Hälfte der Teilnehmer betrachtete Fotos in neutralen, kontrollierten Posen und die restliche Hälfte in spontanen, ungezwungenen Posen. Die Aufgabe bestand darin, die Persönlichkeitsmerkmale dieser Modelle zu erraten. Die Forscher verglichen dann die Ergebnisse dieses Urteils mit dem, was die Schüler und ihre engen Freunde über sich selbst sagten. Die Teilnehmer, die sich natürliche, ausdrucksstarke Fotos ansahen, konnten 9 von 10 Eigenschaften korrekt identifizieren. Es waren nur 2 von 10 bei kontrollierten Posen. Also, wenn Sie bestimmte Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit vor dem Rest der Welt verbergen wollen, wissen Sie, was zu tun ist. Halten Sie diese spontanen Fotos von dem Netz fern. Und natürlich gibt es einen großen Unterschied, wenn Sie Ihre Pose selbst auswählen, sei es zufällig oder mit einer bestimmten Idee im Kopf. Und wenn Sie von einem professionellen Fotografen angeleitet werden. Wenn ein Profi beteiligt ist, geht es nicht mehr wirklich um Ihre Persönlichkeit. Untertitel können auch 1 oder 2 Dinge über Sie aussagen. Wörtlich genommen. Wenn Sie es vorziehen, Ihre Fotos überhaupt nicht zu signieren, sind Sie entweder zu beschäftigt, um sich zu kümmern, oder Sie sind eine künstlerische Seele. Sie lassen Ihre Follower raten, was Sie vermitteln möchten. Das verleiht Ihrem Posting eine geheimnisvolle Aura und lässt es anspruchsvoller erscheinen. Das oder Sie folgen dem Beispiel Ihres Lieblingsprominenten. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass ein ungefiltertes Foto Ihres Schuhs mit einer Tasse Nudeln daneben vielleicht nicht so viele Likes bekommt wie der gleiche Inhalt, der beispielsweise von Timothée Chalamet gepostet wird. Ziehst du es vor, deine Fotos mit einer Sammlung von Emojis zu signieren? Du scheinst eine lockere und lustige Person zu sein. Du möchtest den Platz nicht leer lassen, hast aber keine Lust, dich allzu sehr mit einer Bildunterschrift zu beschäftigen. Es sei denn, du machst dir die Mühe und suchst all diese seltenen Emojis, Schriftarten und Symbole für deine Bildunterschriften, die andere Menschen nicht kannten. Du musst wirklich cool sein. Prominente nutzen gerne diese Art von Bildunterschrift zusammen mit einer eklektischen Fotosammlung. Wenn Sie ein Fan von Hashtags sind, tun Sie offensichtlich alles, damit mehr Leute Ihren Beitrag sehen. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass Sie mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Wer will das nicht? Schreibst du unter jedes Foto einen ganzen Aufsatz? Das lässt den Beitrag sofort offizieller wirken. Offensichtlich hast du eine wichtige Botschaft, die du vermitteln möchtest, und eine Meinung zu allem. Alles, was ich wollte, war deine Mauern einzureißen. Alles, was du je getan hast, war mich zu zerstören. Sind Songtexte dein bevorzugter Stil für Bildunterschriften? Es ist eine gute Möglichkeit, deine Persönlichkeit und deinen Musikgeschmack zur Schau zu stellen. Und es kommt gelegen, wenn deine Follower auch das Lied kennen und deine Stimmung aus den Texten herauslesen können. Wenn nicht, werden sie denken, dass du ein guter oder schlechter Dichter bist.